Ist es haram, wenn man sein Bart kürzt? Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, das ist ein Gebot im Islam, den Bart zu wachsen. Ein Gebot, das ist jetzt nicht das größte Gebot. Das ist jetzt nicht wie Gebet oder wie Fasten oder sonstiges. Das ist ein Gebot, eine Pflicht. Und es gibt über 10 Überlieferungen über das Wachsenlassen des Bartes. Und alle Rechtsgelehrten, das heißt von Imam Abu Hanifa über Imam Malik und Shafi'i und Imam Ahmad, haben die gleiche Ansicht, dass es verpflichtend ist für einen Mann, dem auch ein Bart wächst. Weil es gibt Leute, der hat keinen Bart und rasiert und rasiert und rasiert auch unter der Haut, bis ein Bart wächst. Das ist Übertreibung. Keiner hat ihn dazu verpflichtet. Sondern wenn einer Person ein Bart wächst, dann lässt man den Bart wachsen. Na? Und das reicht, dass man das bis zur Handbreite macht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Keine große Sache. Ich meine, schaut mal, subhanallah. Kennt ihr viele Leute, die sich ein Bart wachsen lassen, aber mit dem Islam nichts zu tun haben? Ja oder nein? Werden die belohnt? Ich meine, wenn einer das macht für etwas, was ihm keinen Nutzen in dieser Welt und in der nächsten Welt bringt, dann sollen wir nicht eine Sache, die uns einen Nutzen in dieser Welt und in der nächsten Welt bringt. Wallahu ta'ala ala. Hast du dich auch gemeldet, Ka? Ja. Du siehst ehrlich aus, bitteschön.